Ja, Menschen mit Behinderung können Sex Ich haben. wäre, glaube ich, ohne Behinderung niemals so weit, wie ich heute bin. Es war eigentlich meine grösste Chance in meinem Leben. Nadia hat eine Muskelerkrankung und ist im Rollstuhl. Heute redet sie mit uns über Liebe, Sex und das Leben als Person mit einer Behinderung in unserer Gesellschaft. Ja, für mich war als Teenie schon sehr oft der Gedanke gekommen, hey, werde ich mal einen Partner finden? Bin ich schön genug? Weil ich halt wirklich nicht dem Idealbild entspreche. Und trotzdem habe ich wie gemerkt, nein, ich komme sehr gut bei den Leuten an. Also auch bei den Männern, ich hatte relativ früh einen Freund. Ich habe wie gemerkt, ich kann auch mit dem spielen. Dass ich merke, hey, die Männer sind eigentlich schon interessiert, aber mal zu entdecken, wie ist das mit jemandem im Rollstuhl. Und es kann ja ein anderes Erlebnis sein, etwas Tolles, Neues. Ich glaube, die Sexualität an sich ist einfach. Dort findest du, glaub, immer jemanden. Wenn es dann um das Thema Beziehung geht, ist es dann eine größere Herausforderung. Ja, ich bin mit meinem Partner schon jetzt 5 Jahre zusammen. Und wir haben uns über Facebook kennengelernt, wie man das heutzutage so macht. Nein, meine Behinderung war eigentlich nie wirklich Thema, weil ich halt sehr offen mit dem umgehe. Wir haben schon sehr enge Verbindung, die, glaub, nicht jedem Mann sich zutrauen würde. Ja. Nadia lebt mit einer spinalen Muskelatrophie. Die Erbkrankheit führt dazu, dass sich Muskeln immer mehr abbauen. Nadia lebt mit ihrem Partner im gemeinsamen Haus. 13 Assistentinnen helfen ihr fast durchgehend, ihren Alltag zu meistern. Sie kann zum Beispiel nicht mehr ein Glas Wasser selber einschenken oder so. Ich sage so, etwa 300 Gramm an die Lüpfen, wenn es mir wirklich gut geht. Sonst spüre ich alles. Also ich habe nicht irgendwie eine Lähmung oder so. Ich bekomme von meinem Umfeld manchmal schon auch zu spüren, dass ich anders bin, auch in Sachen Beziehung. Also wie? Also der Partner ist dann auch im Rollstuhl. Also jemand, der im Rollstuhl ist, hat automatisch einen Partner, der auch im Rollstuhl ist. Und ich sage immer, hey, Leute, das ist ja noch komplizierter. Ich meine, ich kann es selber nicht Auto fahren und dann habe ich einen Partner, der auch nicht Auto fahren kann. Das macht ja alles so kompliziert. Aussagen, die mich, glaube ich, immer wieder treffen und nerven, sind wirklich Aussagen wie, dass ich meinem Partner nichts geben kann, habe ich auch schon gehört, oder? So im Sinne von, oh, mega aufopfernd, er ist immer für dich da und schaut und kocht. So ein bisschen gefühlt, aber Nadia gibt ihm ja nichts. Also man merkt wirklich, dass das geistige Geben wie nichts wert hat. Und das verletzt natürlich schon, wenn man wie auf das reduziert wird, eine Behinderung zu haben, sowieso ja nichts wert zu sein. Und ich glaube, die Frage, die mich nicht unbedingt stört, aber manchmal ist so ein bisschen schwierig ist zu beantworten, ist so, Nadia, kannst du Sex haben? Dann sage ich mir so, ja, was soll er jetzt antworten? Soll er ein Video drehen? Ja, Menschen mit Behinderung können Sex haben. Und es ist viel anders, aber wir haben genau die gleichen Bedürfnisse wie dir auch, ja. Nadia arbeitet als mediale Lebensberaterin. Sie sagt, sie habe ihren absoluten Traumjob gefunden. Sie beratet hauptsächlich Menschen ohne Behinderung. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und ich glaube, das ist auch das, was schön ist, dass man eben mal einen Menschen sieht im Rollstuhl, der wirklich eben sich liebt. Auch das Ausstrahlen, dass man wirklich auch mit einer Behinderung mega ein glückliches, positives Leben haben kann, das man das Leben liebt. Das war natürlich nicht immer so. Schon meine Phase gehabt in der Jugendzeit, wo einfach alles schlecht und negativ und ich habe mich immer nur schwarz angelegt. Ich einfach wollte einfach gesehen werden. Darum bin ich schon immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Draufgängerin gewesen. Ich habe so ein bisschen den unkonventionellen Weg genommen. Ich wäre, glaube ich, ohne Behinderung niemals so weit, wie ich heute bin. Es war eigentlich meine grösste Chance in meinem Leben. Nadia ist überzeugt, dass ihr positives Denken ein Grund dafür ist, wieso sie heute noch am Leben ist. Obwohl die Lebenserwartung mit dieser Krankheit bei etwa Mitte 20 liegt. Ich bin der Lebensbeweis, dass ein Mensch, der eigentlich schon lange die Lebenserwartung überschritten hat, immer noch auch noch auf den Sack geht, sage ich immer. Boah, ich habe mega viel Ziel noch. Ich bin, glaube ich, noch lange nicht dort, wo ich mal sein will. Mein Ziel ist wirklich, irgendwann können sagen, hey, ich habe Millionen von Menschen erreicht.
Ich habe Millionen von Menschen können dazu inspirieren, dazu einzuladen, dass sie ihr Leben leben.